Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich mal wieder einen Gast und wer mir schon länger folgt, der hat Maxine auch schon das ein oder andere Mal auf meinem Kanal gesehen. Maxine ist eine liebe Freundin und sie ist ebenfalls Coach und sie hilft Nachdenkern, kreativen und feinfühligen Frauen, ihre Ziele und mehr Leichtigkeit zu erreichen und sich einfach mit ihrer persönlichen Weiterentwicklung zu beschäftigen. Und in ihrem Journal-Podcast, den ich in letzter Zeit sehr, sehr oft empfohlen habe mit den ganz tollen Mediflexionen, teilt sie wöchentlich geführte Reflexionen zum Journalen zu Themen rund um Selbstbewusstsein, Ängste überwinden, Ziele definieren und in die Umsetzung kommen. Und weil ich es in einem letzten Vlog angesprochen habe, dass ich eine Neumondroutine habe, haben wir uns zusammengetan und eine Neumond-Mediflexion für euch erarbeitet, die Maxine heute sehr, sehr gerne mit uns teilen möchte. Hallo und schön, dass du da bist. Hallo Julia, ich freue mich so wieder hier zu sein. Es ist immer schön, bei dir und bei deinen Mamas wieder zu Gast zu sein. Magst du mal kurz erklären, was eine Mediflexion ist? Sehr, sehr gerne. Also Mediflexion basiert auf den Worten Meditation und Reflexion. Sprich, es ist eine geführte Reflexion, die einfach vom Charakter her durch dieses sich selbst mit sich selbst beschäftigen so ein bisschen was Meditatives hat. Und diese Reflexion führt dich sozusagen in dein Notizbuch, um dir zu bestimmten Themen einfach Gedanken zu machen und da Klarheit für dich zu gewinnen. Und heute, ja, wie gesagt, zum Thema Neumond, Neuausrichtung. Genau, das habt ihr euch nämlich gewünscht, dass ich zu dem Thema mal was mache, weil wir in letzter Zeit auch oft das Thema hatten, wenn wir uns Ziele gesetzt haben und dann irgendwann merken, oh, wir sind vom Weg abgekommen, weil wir nicht reflektiert haben, nicht geschaut haben, sind wir noch da, wo wir sein wollen. Und dafür wollen wir sehr, sehr gerne den Neumond nutzen. Und Maxine hat da was ganz Schönes für uns vorbereitet. Und erzähl doch mal, wie müssen wir denn starten? Wie müssen wir uns denn vorbereiten auf eine Neumond-Mediflexion? Genau, also schnapp dir gerne dein Lieblingsnotizbuch oder auch einfach einen Zettel und einen Stift. Dann mach es dir irgendwo bequem, am besten auf einer Couch oder ich mache das auch gerne einfach im Bett oder wenn ich dann morgens auch mal an meinem Schreibtisch sitze, dann auch mal da. Also es geht einfach darum, dass du dir so Zeit für dich nimmst, 15 bis 30 Minuten, wo du für dich sein kannst und in deinem Journal arbeitest. Schnapp dir gerne auch noch eine schöne Tasse Tee oder Kaffee und dann können wir auch schon losstarten. Genau, einfach dieses es sich schön machen Ja. und sich darauf einstellen. Genau, das freut mich sehr. Und der Neumond, der steht ja einfach dafür, für den Neubeginn, weil ein neuer Mondzyklus damit eingeleitet wird. Und deswegen werden wir die Neumond-Mediflexion auch dafür nutzen, uns neu auszurichten, auch persönlich einen Neuanfang zu starten. Und ich bin jetzt schon sehr, sehr, sehr gespannt. Ich kam auf die Idee, weil du mich dazu angesprochen hast, diese Mediflexion zu machen. Dann habe ich auch mal gegoogelt, wofür steht denn der Mond und wie wichtig der Mond auch für uns selbst ist und für unsere Erde, weil der stabilisiert die Erdlaufbahn, dass wir in der richtigen Entfernung zur Sonne stehen, dass wir überhaupt hier auf dieser Erde leben können. Der Mond beeinflusst unsere Gezeiten, unsere Blutung auch. Viele Vögel richten sich auch nach dem Mond. Und für mich ist der Mond auch so ein schöner Ankerpunkt, der mir einfach auch Halt gibt, wenn ich mal nicht schlafen kann nachts und ich gucke mir den Mond an. Oder wenn ich irgendwo auf Reisen bin, dann weiß ich, dass egal wo jetzt meine Liebsten sind, wir können alle immer diesen Mond angucken. Und deswegen war ich so berührt und habe mich darauf gefreut, für euch jetzt diese Neumond-Mediflexion zu machen. Und um zu starten, mach bitte eine neue Seite auf und schreib oben drüber Neumond-Mediflexion. Julia und ich haben entschieden, auch direkt mitzumachen. Genau. Julia wird auch so ein bisschen ihre Erlebnisse auch währenddessen teilen. Okay. Okay, so. Dann kannst du hast eine neue Seite. Dann brauchen wir jetzt in der Mitte des Blattes einen, wie so eine Art Mond. So ein Kreis, der aber nicht ganz beendet ist, mit einem Pfeil dran. Also, dass du so einen Kreis machst mit einem Pfeil an der einen Ecke und der ist nicht ganz vollendet. Steht für das Leben und auch für den Mond, weil es geht ja immer wieder darum, neu zu beginnen. Das Alte wird beendet, das Neue beginnt.
Und genau das symbolisiert ja auch der Neumond, das Ende der alten Phase, die neue Phase beginnt. Und links oben kannst du Neubeginn hinschreiben als Titel in dein Journal. Und dann frag dich bitte, was darf jetzt in dein Leben treten? Denk da an neue Projekte oder auch Ziele. Es kann aber auch ein Gefühl sein oder eine bestimmte Denkweise. Und jetzt kurz Zeit, um dich zu fragen, was darf jetzt in dein Leben treten? Was darf jetzt in dein Leben treten? Bist du soweit, Julia? Ja, bin fertig. Sehr schön. Magst du teilen, was du hast? Also das erste kam bei mir ganz, ganz intuitiv. Und das liebe ich ja auch so, so zu hören, was kommt da sofort, ohne das auch zu bewerten. Und da kam wirklich so Liebe, Partnerschaft, Zweisamkeit. Und im zweiten Schritt bin ich dann mit dem Verstand rangegangen oder auch so, was in dem neuen Zyklus jetzt auf uns wartet. Und da habe ich noch Spaß und Freude aufgeschrieben, weil wir jetzt bald Urlaub haben. Und raus aus der Komfortzone gehen, weil mir das ganz wichtig geworden ist. Wenn ich mich weiterentwickeln möchte, muss ich aus meiner Komfortzone herausgehen. Und da möchte ich mir noch vermehrt Challenges suchen oder Herausforderungen suchen, die mir das ermöglichen. Wunderbar, okay. Ich habe mir aufgeschrieben, Selbstliebe auch und eine neue Art des Arbeitens. Und zwar so eine weiblichere Art des Arbeitens. Ich kenne das so, oder ich habe das mir antrainiert, so aus einer Maskulinität herauszuarbeiten. Und das möchte ich verändern, dass es weiblich ist, liebevoll und nicht mit dieser Härte und diesem Druck, was manchmal einfach so präsent ist. Schön, okay. Super. Ich bin gespannt, was du für dich da geschrieben hast. Schreib es gerne in die Kommentare auch unter dem Video. Dann gucke ich auch die nächsten Tage drauf und will ja nicht lesen mit. Dann bitte rechts von dem Kreis schreib einen neuen Titel. Und zwar Ende des Alten. Ende des Altens. Und dann frag dich, was darf jetzt wegfallen? Was darf jetzt wegfallen? Und denk da bitte vor allem auch an Verhaltensweisen, die du nicht mehr brauchst, die deinen Neubeginn nicht mehr unterstützen. Du bist ja ganz schnell. Bei mir kommt alles so immer so intuitiv. Ich muss gar nicht so viel darüber nachdenken, was ich jetzt aufschreiben soll. Ja, ja. Und das ist das Schöne, wenn du nämlich das öfters machst, auch mit deinem Journal arbeitest, dir so Fragen stellst, dann kommt da ganz viel, ganz schnell aus dir einfach heraus. Und es ist nicht mehr dieses, oh, ich muss darüber nachdenken und stundenlang gucken, was ist jetzt die richtige Antwort, sondern es kommt und ich weiß, dass das ist jetzt das, was ich aufschreiben möchte. Genau.
auch ja nicht dieses, was sollte ich aufschreiben? Was sollte hier jetzt stehen? Genau. Ja. Und vielleicht hast du auch gemerkt, dass du aus verschiedenen Ebenen aufschreiben kannst. Merkst du das bei dir, wenn was aus dem Kopf kommt, aus dem Herzen, ist da ein Unterschied bei dir? Genau, aus dem Herzen, das kommt immer sofort. Mhm. Also das muss auch sofort auf. Und der Kopf kommt dann eigentlich erst im zweiten Schritt. Okay, bei mir ist es andersrum. Mhm. Also bei mir, weil ich ein sehr kopflastiger Mensch bin, oft ist der Kopf der, der als erstes am Denken ist und dann was runterschreibt. Und dann darf es bei mir sein, dieses, ich komme jetzt in mein Herz und ich frage nochmal mein Herz, okay, was möchte mein Herz denn jetzt dazu sagen? Ja. Wunderbar, okay. Und hier geht es wirklich darum, das Alte jetzt loszulassen, zu gucken, von welchen Verhaltensweisen möchte ich mich verabschieden, weil sie mir nicht mehr gut tun, weil du sie nicht mehr brauchst. Weil jeden Tag können wir eine neue Wahl beginnen. Und dafür müssen wir uns aber erstmal bewusst sein, okay, was mache ich denn konkret, was jetzt meine jetzige Realität, wie ich sie nicht mehr haben möchte, kreiert, um dann diese Verhaltensweisen ersetzen zu können. Und zwar ganz liebevoll, aber auch energisch, dass wir da auch dranbleiben können. Und dafür braucht es erstmal dieses Bewusstsein, was wir jetzt geschaffen haben. Und jetzt wollen wir ja das Ganze verknüpfen. Sprich, wir haben geguckt, okay, was möchten wir neu beginnen? Welche Ziele wollen wir uns setzen? Wir haben geguckt, welche Verhaltensweisen müssen wir dafür loslassen? Und jetzt kommen wir zum dritten Schritt, nämlich, dass wir schauen, was kann ich jetzt konkret dafür tun? Was sind meine nächsten Schritte? Das heißt, die Überschrift ist wieder nächste Schritte. Mhm. Und dann schreib bitte die Zahlen 1 bis 5 unter den Titel. Und geh bitte nochmal in dein Ziel hinein. Kannst auch gern kurz die Augen schließen. Dir kurz das Ziel nochmal vorstellen. Und dann frag dich, was sind 5 Schritte, die ich tun kann, um dieses Ziel zu erreichen? Was sind 5 Schritte, die ich tun kann, um dieses Ziel zu erreichen? Und das kann auch oft das Gegenteil von dem, was wir gerade aufgeschrieben haben, sein. Und prüf auch mal, ob deine Schritte, die du gerade aufgeschrieben hast, ob die vielleicht sehr groß sind oder ob die wirklich in so 15 bis 30 Minuten umsetzbar sind. Weil wenn so ein Ziel, wenn ein Schritt zu groß ist, dann ist die Chance, dass wir sagen, oh, jetzt will ich das heute auch machen, kleiner, als wenn das jetzt so ein kleiner Chunk ist, wo du das Gefühl hast, doch, das kann ich zwischendrin super leicht erledigen. Wie ist es bei dir, Julia? Ich finde, man kommt gleich in so eine ganz andere Stimmung, so eine Vorfreude und auch so ein, okay, das ist möglich, das kann ich schaffen. Und das finde ich super, super, super schön, was da gerade passiert. Ja, es ist auch so schön, dieses jetzt geht's los, jetzt darf ich wirklich was ändern, weil es so konkret wird. Ich spüre das auch. Du hast mich nämlich total inspiriert.
Mit Julia hat nämlich gerade für meinen Podcast haben wir über ihre Neumond-Routine gesprochen. Und da hat sie gesprochen auch über Affirmationen, die sie nutzt. Und jetzt bin ich so inspiriert und habe es direkt in meine nächsten Schritte integriert. Vielen Dank, Pastor. Schön. Jetzt wollen wir noch einen abschließenden Punkt machen, denn es geht ja auch darum, in die Umsetzung zu kommen. Und nur weil wir Schritte definiert haben, heißt es nicht, dass wir es tun. Deswegen schnapp dir jetzt mal bitte deinen Kalender und schau, wann du die nächsten Schritte für dich umsetzen kannst. Und trag sie dir am besten direkt ein. Und zwar so, dass sie auch realistisch sind. Wenn du die Tendenz hast, dir zu viel vorzunehmen, dann lieber einen Punkt weniger jetzt in den nächsten Tagen in den Kalender tragen, als einen zu viel. Wenn du eher das Gegenteil bist, dann trag bitte die 2 Punkte an. Wenn du nicht so der Kalendertyp bist, vielleicht hast du auch einfach so eine wandelnde To-Do-Liste, dann schreibst da dir drauf. Ich weiß, Julia hat mir nämlich verraten, dass sie dann immer sich das in ihren Kalender schreibt. Ich mache es ein bisschen anders. Und zwar, ich habe aufgrund meiner Tätigkeit super viele Termine eh schon im Terminkalender. Und ich merke, dass es mich stresst, wenn ich in meinen Kalender gucke und da steht zu viel drin. Ich mag gerne mehr Freiräume. Und deswegen habe ich auf meinem Schreibtisch entweder ein kleines Buch oder auch einfach so ein Post-it-Note, wo ich meine To-Dos aufschreibe. Und da kommt das Ganze dann jetzt gleich im Nachgang rein. Schau mal für dich, was gut funktioniert, wie du einfach gut deine Termine auch planen kannst. Hast du da noch einen Tipp? Wie machst du das genau? Also hast du das auch mit dem, dann hast du so viele Termine da, dass es überfordernd wirkt? Nee, ich mag das eigentlich ganz gerne, wenn ich wirklich auch jedes Klitzelfitzelchen aufschreibe. Also wenn es irgendein Anruf ist, den ich machen muss, der muss bei mir aufgeschrieben werden, weil ich dann so die Sicherheit habe, dass ich es auch wirklich nicht vergesse. Und als erstes schreibe ich erstmal so feste Termine auf, ne, die man halt so hat. Und dann bastel ich mir so rundherum, wo habe ich noch Zeit, wo kann ich mir Zeit für mich nehmen oder halt solche Sachen wie gerade noch mitmachen. Und abends ist immer so meine besondere Zeit, wo ich mir eigentlich keine Termine mehr einschreibe, sondern nur noch Termine mit mir selbst, wo ich dann einfach auch den Raum, den Freiraum habe, sowas machen zu können. Ja, wunderbar. Ich finde, es zeigt auch wieder, dass wir unseren eigenen Weg finden dürfen, auch mit, wenn es um Produktivität geht, wenn es um Journaling geht. Deswegen lade ich dich ein, schau mal, was tut dir gut. Und probier gerne dieses Buffet, was wir dir hier geben, aus. Und dann kannst du es nochmal tweaken, dass es für dich gut passt. Und das wäre auch dann schon der Abschluss unserer Neumond-Mediflexion. Ich werde das Ganze nochmal schön aufmalen im Journal. Das heißt, wenn du dir das Ganze gerne anschauen möchtest, wie das Ganze bei mir aussieht, komm gerne auch auf meinen Instagram-Kanal, beziehungsweise ich lasse es auch Julia zukommen und dann hast du auch eine Inspirationsvorlage für dich. Genau, das ist nämlich immer sehr, sehr schön, wenn man dann so weiß, okay, wo muss ich jetzt was hinschreiben, wie soll das schön aussehen? Das finde ich immer schön, dass auch so optisch einfach was hat, ja. Genau. Und wenn du künstlerisch veranlagt bist, nutzt es gerne, um da das dir wunderschön zu machen, vielleicht noch Doodles drum zu malen oder irgendwelche Zeichnungen. Aber vielleicht bist du auch nicht so der künstlerische Typ, da das ist auch total in Ordnung, dass es ganz minimalistisch und einfach ist und einfach runtergeschrieben. Ganz ohne Leistungsdruck. Ja, genau. Super schön. Das war echt, echt schön. Es war einfach, simpel. Und es macht doch so, 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 so viel mit uns. Einfach auch so dieses Reflektieren. Und wo will ich hin und was mache ich auch ganz konkret als nächstes? Dieses ins Tun dann auch kommen. Das fand ich sehr, 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 sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass du das eigentlich extra auch für uns hier dir ausgedacht hast und überlegt hast und kreiert hast. Wenn man jetzt gemerkt hat, dass Mediflexion vielleicht ein ganz, ganz cooles Tool für einen ist, also ich kann das wirklich sehr empfehlen, wo findet man denn deine Mediflexion? Genau, also am besten kommst du erstmal direkt auf meinen Instagram-Kanal @maxine.schiffmann und dann kannst du natürlich auch auf meinem Podcast schauen. Gerade heißt der Podcast noch Finde deinen Weg.
kannst du in jeder Podcast-App auch auf Spotify finden. Der wird ganz bald umbenannt werden. Dann heißt der Soul Journal Podcast. Das heißt, je nachdem, wann du dir dieses Video anhörst, schau einfach mal nach beidem und dann weißt du, dann findest du den Podcast auf jeden Fall. Und auf dem Podcast erwarten dich ganz, ganz viele Mediflexionen zu den verschiedensten Themen rund um Persönlichkeitsentwicklung, die dich unterstützen, da dein Journal einfach zu nutzen, um in die Umsetzung zu kommen und Klarheit für dich zu gewinnen. Ich freue mich, wenn du mal vorbeischauen möchtest. Super, super schön. Ich kann das wirklich nur jedem ans Herz legen, dieses Reflektieren und bei sich sein und auch dieses, was möchte ich eigentlich, also auch Zugang zu sich selbst zu finden, ist mit Mediflexion einfach so, so schön zu erreichen. Maxine, ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du das für uns heute hier gemacht hast. Vielen, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Julia, für die Einladung und vor allem auch für die Inspiration, dass ich das überhaupt gemacht habe. Schön, dass du dabei warst und ich freue mich, wenn dir diese Mediflexion gefallen hat. Bis ganz bald. Ihr könnt jetzt sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben, wie euch die Mediflexion gefallen hat, was das vielleicht auch mit euch gemacht hat, wenn ihr jetzt einfach mal mitgemacht habt. Und über einen Daumen hoch würden wir uns natürlich sehr freuen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!